auf select-gmbh.de kannst du ganz einfach einen passenden Job für dich finden lassen. Richtig, wir suchen nämlich für dich. Fabian, gerade eben hast du zu mir gemeint, ihr seid in die Knie gezwungen worden. Kannst du das näher ausführen? Genau, richtig. Wir haben uns sehr, sehr viel vorgenommen vor dem Spiel, vor allem, weil wir insgesamt die Punkteausbeute jetzt nicht bekommen haben in den letzten Spielen, die wir uns vorgestellt haben. Vor allem die unglückliche Niederlage letzte Woche in Neuburg-Weiher. Umso schmerzlicher ist heute diese Klatsche, die wir gekriegt haben. Und wir sind also regelgerecht in der zweiten Halbzeit sind wir in die Knie gezwungen worden. Wir sind ausgespielt worden, wir haben ganz, ganz leichte Fehler gemacht. Wir kamen immer einen Schritt zu spät. Also es war eine absolut verdiente Niederlage für uns. Deshalb sind wir in die Knie gezwungen worden. Es kam auch etwas Hitzigkeit dazu. Wie siehst du das? Warum? Wo lag der Grund? Natürlich, wenn man so eine Klatsche kriegt, dann dazu das Wetter, der Regen, der Kunstrasen, die Bälle werden ganz schnell. Da verspringt vielleicht der eine oder andere Ball und da kommt man einen Schritt zu spät. Also die gelb-rote Karte war ganz klar, war berechtigt, muss man ganz klar sagen. Dass natürlich da ein bisschen Frust noch bei den Spielern dabei ist, ist auch zu verstehen. Man muss aber allerdings auch dazu sagen, dass wir wirklich eine faire Mannschaft sind. Man sieht auch letzte Saison, von der Fairness-Tabelle her war meine Mannschaft ganz vorne gelegen. Das sind auch faire Jungs, die sich immer entschuldigen bei jedem Foul. Ist vielleicht ein bisschen zu respektieren jetzt natürlich. Wir wollen nicht grob spielen, aber aufgrund der Niederlage, der hohen Niederlage, ist vielleicht der Frust so ein bisschen zu verstehen. Ja, vor dem Spiel war der auch auf Platz 1 Fairness, habe ich nachgesehen. Der erste Heimsieg lässt auch noch auf sich warten. Was meinst du, seid ihr gerade etwas unterbewertet oder wie siehst du das Potenzial der Mannschaft diese Saison? Also ich sehe das Potenzial natürlich viel besser, so wie der Tabellenplatz jetzt hergibt. Wir haben Probleme in der Offensive, das muss man ganz klar sagen. Wir schießen zu wenige Tore. Wir verschießen zum Beispiel gegen Schöllbronn einen Elfmeter. Wir verschießen heute beim Stand von 0-2 in der, ich glaube, 41. Minute war es, da schießen wir auch wieder einen Elfmeter. Da fehlt ein bisschen die Durchschlagskraft nach vorne und wenn man vorne kein Tor schießt, ist natürlich klar, wenn man hinten dann den individuellen Fehler macht und die machen wir leider Gottes momentan zu häufig, da kracht es dann natürlich. Auf der anderen Seite, die Jungs, die arbeiten extrem im Training. Also wir haben immer eine große Trainingsbeteiligung. Es macht riesig Spaß, mit den Jungs zu trainieren. Die fragen nach, sie wollen sich weiterentwickeln. Mit dem Stefan Mutter, mit meinem Athletik- und Co-Trainer zusammen. Wir machen sich mega Gedanken über die Trainingseinheiten, über die Spiele. Aber momentan hakt es irgendwie, ja, in den Spielen letztendlich. Vorne das Glück, das letztendlich fehlt. Und hinten drin dann die individuellen Fehler, die wir unbedingt abstellen müssen. Ja, nächster Gegner, Südstern, Karlsruhe. Was meinst du? Könnt ihr den packen oder was wird das für ein Spiel? Scheinbar sind wir auswärts doch ein bisschen besser wie zu Hause, aber letztendlich in der jetzigen Phase, wenn wir jetzt so wenig Punkte haben wie die wenige Punkteausbeute, da müssen wir um jeden Punkt kämpfen. Wir machen uns Gedanken um das Spiel, spielen wir offensiv, laufen wir an oder ziehen wir uns eher zurück, das müssen wir diese Woche noch ausarbeiten. Es muss auf jeden Fall jetzt demnächst wieder der Dreier her und da ist eigentlich Südstern prädestiniert als quasi Opfer für uns. Allerdings haben wir ein bisschen personelle Probleme natürlich. Wir haben noch Semesterferien, uns fehlt noch der eine oder andere, der noch dann in den nächsten Wochen wieder hinzustoßen wird. Allerdings müssen jetzt dann die Woche am Dienstag im Training, am Donnerstag, es muss Tacheles gesprochen werden, es müssen Dinge angesprochen werden. Wir haben das Spiel auch heute gefilmt, da können wir ein paar Materialien rausziehen. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir endlich mal wieder diese 3 Punkte holen gegen Südstern dann. Fabian, dann danke ich dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Herzlichen Dank. Worauf wartest du noch? Jetzt einen passenden Job finden lassen auf select-gmbh.de.